Vers 61. Gib alle verdienstvollen Werke, Dharma, auf und diene mir mit Glauben. Vervollkommnung hängt von der Natur des Glaubens ab. Die Menschen dieser Welt suchen unablässig nach Idealen und handeln dementsprechend. Wenn sie durch ihre Werke über mich meditieren, werden sie durch Liebe gekennzeichnete Hingabe in Form von höchstem Dienst erlangen. Erläuterung: Durch unverfälschte Hingabe gekennzeichneter Dharma, zielgerichtetes Handeln gemäß der eigenen Bestimmung, ist der wahre Dharma aller Jivas. Alle anderen Arten von Dharma sind externe Tätigkeiten. Diese exoterischen und esoterischen Dharmas sind vielfältig. Undifferenziertes Wissen über das Brahman, das auf die Auslöschung der Individualität abzielt, der Astanga-Yoga-Dharma, dessen Ziel der Zustand reiner Existenz, Kaivalya, ist, atheistische fruchtbringende Rituale, die materiellen Genuss zum Ziel haben, Jnana-Yoga-Dharma, das Bestreben, Wissen mit fruchtbringenden Tätigkeiten zu verbinden und das Ausüben trockener Askese. In diesem Vers sagt der Herr zu Brahma: Befreie dich von all diesen Dharmas und diene mir mit in Glauben verwurzelter, reiner Hingabe. Exklusiver Glauben an mich ist Vertrauen. Glaube in Form von Vertrauen reift durch den Vorgang allmähliger Läuterung zur Beständigkeit, Nishtha, Geschmack finden, Ruchi, emotionaler Bindung, Asakti und echtem Gefühl, Bhav. Je transparenter der Glaube, desto stärker der Grad der Verwirklichung. Nun mag man fragen: Wie wird für die Erhaltung und Ausführung weltlicher Angelegenheiten gesorgt, wenn man sich ständig um die Vervollkommnung von Bhakti bemüht? Und wie wird sich die Bemühung um die Vervollkommnung von Bhakti gestalten, wenn der Körper vergeht, weil man sich nicht mehr um die Funktionen des Körpers und der Gesellschaft kümmert? Um solche tief verwurzelten Zweifeln zu beseitigen, sagt der höchste Herr: Die Welt besteht fort, weil ständig bestimmte Tätigkeiten ausgeführt werden. Wenn du bei all diesen Tätigkeiten über mich meditierst, wird die Eigenschaft zerstört, die den Eindruck vermittelt, diese Tätigkeiten seien von dir verrichtet worden. Sie werden dann die Natur meines Dienstes, Bhakti, annehmen. Das menschliche Leben zeichnet sich durch drei Arten von Tätigkeiten aus: körperliche, geistige und soziale. Zu den körperlichen Tätigkeiten gehören Essen, Sitzen, Gehen, Ruhen, Schlafen, den Körper reinigen, den Körper bekleiden und so weiter. Zu den geistigen Tätigkeiten zählen Denken, sich erinnern, einen Eindruck im Gedächtnis behalten, etwas bewusst wahrnehmen, Freude und Leid verspüren und so weiter. Unter sozialen Tätigkeiten versteht man das Heiraten, die Beziehung zwischen König und Untertan, brüderliches Verhalten, die Teilnahme an Opferhandlungen, das Darbringen von Opfergaben, das Graben von Brunnen und Teichen zum Nutzen der Menschen, die Pflege verwandtschaftlicher Beziehungen, die Pflege von Gastfreundschaft, korrektes bürgerliches Verhalten und gebührende Achtung gegenüber anderen Menschen. Wenn man diese Tätigkeiten zum eigenen Nutzen ausführt, werden sie als Karmakanda bezeichnet. Wenn ihnen der Wunsch zugrunde liegt, durch Wissen von jeglicher Aktivität frei zu werden, nennt man sie Jnana-Yoga bzw. Karma-Yoga. Und wenn man lernt, so zu handeln, dass sie dem Bemühen um die Erlangung von Bhakti förderlich sind, nennt man sie Jnana-Bhakti-Yoga. Unterstützende hingebungsvolle Tätigkeiten. Doch nur Handlungen, die auf dem Prinzip reiner Verehrung beruhen,
werden mit Recht als Bhakti bezeichnet. Der Herr sagt hierzu: Meditation über mich findet in jeder Handlung statt, wenn man sich, während man sekundäre hingebungsvolle Tätigkeiten im Umgang mit den gottlosen Menschen dieser Welt ausführt, nach und nach in direkter Bhakti übt. Dann wird der Jiva, selbst wenn er weltlichen Tätigkeiten nachgeht, mir gegenüber nicht gleichgültig. Das ist mit Innenschau, sich seinem wirklichen Selbst zuzuwenden, gemeint, wie man in der Ishopanishad 1 nachlesen kann. Fußnote 33: Alles Belebte und Unbelebte im Universum wird von Gott beherrscht und ist sein Eigentum. Der Mensch sollte daher nur das für sich beanspruchen, was er wirklich braucht und was als sein Anteil vorgesehen ist. Nach anderen Dingen sollte er nicht trachten, weiß er doch, wem sie gehören. Der Kommentator erklärt in diesem Zusammenhang: Tena, Isha, Jagtena, Vishrishtena, womit er uns verdeutlicht, dass weltliche Tätigkeiten aufhören, solche zu sein und sich in Bhakti, Dienst für Gott, verwandeln, wenn man alles Empfangene als eine vom höchsten Herrn gewährte Gunst akzeptiert. Das Ergebnis von Ishavasya wird folgendermaßen beschrieben: Wenn man weltlichen Tätigkeiten auf die oben beschriebene Weise nachgeht, verstrickt man sich selbst nach hunderten von Jahren weltlichen Lebens nicht in Karma. Ishopanishad 2. Jnanis interpretieren diese beiden Mantras als Aufforderung zur Entsagung der Früchte aller weltlichen Handlungen. Doch vom Bhakti-Standpunkt aus betrachtet, bedeuten sie, dass man Krishnas Gunst, Prasada, erlangen kann, wenn man solche Tätigkeiten um seinetwillen ausführt. Der Herr sagt: Diese Methode, die dem Pfad des Arjana entspricht, besteht darin, dass du deine Pflichten in dieser Welt in dem Bewusstsein nachkommst, Gott durch die Erfüllung dieser Pflichten zu verehren. Fußnote 34: Arjana, die Verehrung der Bildgestalt Gottes im Tempel. Brahma hegt in seinem Herzen den Wunsch, schöpferisch tätig zu werden. Wenn dieser Schöpfungswunsch mit dem Gedanken gepaart ist, die Weisung des höchsten Herrn zu folgen, wird er zu einer unterstützenden spirituellen Funktion, Gona Dharma, die das Wachstum der Neigung fördert, Gott zu dienen. Weil diese Handlungsweise das Merkmal besitzt, dass man bei Gott Schutz sucht. Es war zweifellos angebracht, Brahma in diesem Sinne zu belehren. Doch solche Unterweisungen erübrigen sich im Falle eines Jiva, der echte spirituelle Hingabe, Bhav, erlangt hat und daher allem außer Krishna spontan abgeneigt ist.